Und das möchte ich auch gerne noch wissen, weshalb die da drum sind. Zuvor möchte ich Sie und Sie natürlich auch in einen Garten bei Wurzen einladen. Und ich sage Ihnen, da geht's nachts hoch her. Ein Stück Wildnis mitten im Wohngebiet. Der Garten von Siegfried Bauch ist etwas Besonderes. Buntspecht und Stare kabbeln sich hier ums Fettfutter. Aber sein eigentliches Geheimnis zeigt der Garten erst im Dunkeln. Nach Sonnenuntergang wird es laut an den vielen Teichen, und zwar ziemlich laut. Überall quaken Laubfrösche. Die Tiere rufen nicht nur im Wasser, selbst in der Fichtenhecke sitzen mehrere Männchen. Sogar ein brauner Laubfrosch. Erstaunlich, dass die spitzen Nadeln die Tiere nicht stören. Auch ein Weibchen ist schon aus seinem Versteck geklettert. Still hört es dem Treiben zu und trifft seine Partnerwahl. Am nächsten Morgen kontrolliert Siegfried Bauch seine Teiche. Dass die Frösche rufen, heißt nämlich noch lange nicht, dass sie auch geleicht haben. Aber in dieser Nacht waren sie endlich erfolgreich. Ah, hier haben wir schon. Ja, hier ist ein Ballen. Den möchte ich auch sichern. Ich lasse ihn jetzt hier rein. Der Laichballen ist so klein, dass er kaum zu sehen ist. Die jungen Weibchen, die legen manchmal bloß so 25 bis 40 Eier. Die älteren, die machen 3-4 Ballen, wo sie also bis 75 bis 100 Eier kommen. Den Laich sichert der Naturschützer in extra Becken, in denen keine Molche leben. Denn die fressen gerne die kleinen Kaulquappen. Schon zu DDR-Zeiten hat sich Siegfried Bauch rund um Leipzig für Amphibien stark gemacht. Er weiß, was sie brauchen. Die jungen Laubfrösche, wenn die dann im Juli das Wasser verlassen, dann lieben sie die Pfeifenwinde. Denn diese riesigen Blätter, die nutzen sie auch als Sitzwarte. Und hier sonnen sich, weil die glatt sind, auch viel fliegen. Also ideal, wie in Garten Eden. Draußen in der Landschaft sieht es für die Laubfrösche nicht so rosig aus. Sie sind stark gefährdet, weil ihnen die kleinen Laichgewässer und schützenden Hecken fehlen. Und auch im Winter suchen sie oft vergeblich ein sicheres Quartier. Anders ist das in diesem Garten. Dieser Frauenfang, der wurde mir mal geschenkt von einem Naturfreund. Und da hat sich das herauskristallisiert, dass dieser Farn sich wunderbar zum Überwintern eignet. Diese Humusschicht, die der Farn produziert, die über Jahre wachsen darf, die nutzt er als Überwinterungsgebiet. Es ist erstaunlich, wie viel Leben in einen Garten passt, wenn die Bedürfnisse der Tiere ernst genommen werden. Und wie spannend das dann auch für uns Menschen ist. Bei Siegfried Bauch jedenfalls fühlt man sich wie in der Wildnis. Die Frösche, die machen ja dort ganz schön Ballett. Ob da jetzt ein Froschkönig mit dabei war, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Die